Ich mag Tübingen als Studienort sehr. Das liegt natürlich an Erfurt erstmal und aber auch an den ganzen Städten, ob sie klein oder groß sind, drumherum, wie Jena, Gotha und Weimar. Kulturell ist ein großes Angebot, Architektur, man kann baden gehen in diversen Seen. Der Tübinger Wald ist direkt um die Ecke und da kann man im Sommer beim Rennsteig langlaufen, wo schon Goethe langgelaufen ist. Man kann aber auch Skifahren, Biathlon, hier ist vieles möglich. Ich studiere Geschichte transkulturell in Erfurt, weil es ein sehr moderner Studiengang ist. Mir gefällt die Stadt, mir gefällt die Universität. Die familiär ist, wo man sich auch mal an den Dozenten wenden kann oder Professor auch für eine Zeit hat. Also man kann hier einfach eine ganz breite Reihe von Interessen abdecken. Für den Master gibt es natürlich Formalitäten als Voraussetzungen. Das ist zum Beispiel der Bachelorabschluss in dem geisteswissenschaftlichen Fach. Natürlich, in der Regel sollte es Geschichte sein, muss aber nicht. Ich habe zum Beispiel vorher im Bachelor Religionswissenschaften und Literaturwissenschaften studiert. Man sollte eine Offenheit für neue Ansätze mitbringen. Man sollte offen sein für ich sag mal, ein umfassendes Geschichtsbild. Ich glaube, wenn man sich vor allem für nationale Geschichten interessiert, ist man hier vielleicht nicht so unbedingt so gut aufgehoben. Also das Besondere ist halt eben, dass man Geschichte transkulturell studiert. Das heißt, man schaut sich verschiedene Weltregionen an. Und für fast jede Weltregion haben wir ein Fachgebiet, eine Professur. Sehr nah an den Lernenden ausgerichtetes Studium, also man wird super betreut. Also wir haben die nordamerikanische Geschichte, Nahosten ist abgedeckt, Europa, dass wir dann versuchen, diese Regionen ineinander in Verbindung zu setzen. Man sich nicht mehr so sehr auf die Epochen konzentriert, sondern mehr auf die Regionen bzw. das Überregionale. Sehr internationale Ausrichtung, sehr praxisnahe Ausrichtung. Die Uni Erfurt hat ziemlich gute internationale Kooperationen, EU-weit, aber halt auch international. Und vor allem ist es halt eine kleine Uni, dadurch hat man auch ganz gute Chancen, diese Austauschplätze zu bekommen. Ich habe ein Auslandssemester geplant an der Temple University in Philadelphia. Das läuft über den Geschichtsstudiengang hier, über die Lehrschule Nordamerikanische Geschichte. Und da gehen jedes Wintersemester eben drei Leute in die USA und von den USA kommen drei Studenten hier. Das Kursangebot an der Uni Erfurt ist super breit aufgestellt, also ich glaube, es ist für fast jeden Interessensbereich was dabei. Das liegt an den Professuren, die wir haben, die sind ganz unterschiedlich. Man sollte aber auch Eigeninitiative zeigen. Es ist einfach kleine Kurse gibt, man kann sich gut miteinander austauschen, die Diskussion ist super. Wenn ich auf dem Campus chille, dann bin ich meist draußen, zumindest im Sommer, im Frühjahr und im Herbst. Und wir haben hier schöne Grünflächen, man kann hier sich echt gut draußen entspannen. Wenn ich auf dem Campus chille, bin ich am liebsten im Café Hilgenfeld, direkt bei der Bibliothek und trinke einen Kaffee mit Freunden, denn Kaffee ist die halbe Miete des Studiums. Das Studentenleben in Erfurt ist für eine kleine, aber feine Stadt wie Erfurt, kann man sich nicht beschweren. Es gibt gute Homepartys. Es gibt nette Bars, man kann viel draußen sein, es gibt viele Parks, es ist wirklich grün. In Erfurt muss man für eine Wohnung ungefähr 200 bis 400 Euro einplanen, je nach Lage und Komfort, den man sich selbst ermöglichen möchte. Mein Lieblingsplatz in dieser Stadt ist wahrscheinlich der Platz vor der Krämer Brücke. Der Petersberg, würde ich so sagen. Der Petersberg ist also eine kleine, relativ große Festung mit großen Grasflächen. Da gibt es nämlich so Schaukeln und dann kann man quasi in den Sonnenuntergang in die Skyline von Erfurt hineinschaukeln und das ist immer wieder ein schöner Moment. Was ich nach meinem Studium machen möchte, ist eine gute Frage. Entweder möchte ich ins Archiv oder ich möchte in ein Museum. Ich kann mir auch das Verlagswesen vorstellen. Also entweder wird es Journalismus, Wissenschaft. Nach meinem Studium möchte ich gerne an der Universität bleiben, das heißt, der nächste Schritt wäre die Promotion. Neuen Geschichtsstudierenden oder Interessierten würde ich empfehlen, dass man im Sommer und auch im Wintersemester anfangen kann, den Studiengang zu studieren. Aus dem Studium nehme ich auf jeden Fall mit, wie man richtig mit den Zeitzeugen umgeht. Ich habe gelernt, mich für neue Ansätze zu öffnen. Dass Karten mehr zeigen als das Offensichtliche. Quellenanalyse. Die Welt anders zu sehen. Quellen kritisch zu hinterfragen. Auch Wissen anders zu sehen. Und ich habe auch ein Repertoire an methodischen und theoretischen Grundlagen bekommen, speziell in den postkolonialen Theorien. Während des Studiums kann man sich entscheiden, ob man eine Selbststudieneinheit oder ein Praktikum absolvieren möchte. Ich habe im Bachelor natürlich schon ein Praktikum gemacht und werde jetzt im Master mein Praktikum an der BSTU machen. Und ich überlege natürlich auch, wohin ich gehen möchte und Erfurt bzw. Thüringen bietet sich wunderbar an.